Könnt ihr euch auf einer Skala von 1 bis 10? Ich würde sagen zwischen 6 und 8. Also 7. Ja, können wir uns auf die 7 neigen. Ja. Ich würde schon sagen, so eine 8. Hätte ich auch gesagt. Okay. Mal schauen, was wir aus den 2 Punkten noch machen heute. Wollen wir gleichzeitig sagen, ziehen wir mal runter von 3 bis 1? Warte. 3, 2, 1, 8. 7. Ja, ich glaube, du hast recht. Ja, okay. Wieso seid ihr heute hier? Sag du es mir, ich bin mitgeschleppt worden. Ich weiß, dass ich Fragen beantworten soll, darf über dich, aber so viel mehr weiß ich noch nicht. Weil du uns netterweise eingeladen hast, um über sexuelle Gewalt und sexuelle Übergriffe zu sprechen. Okay, erste Frage an Andi über Lukas. Es ist spät abends am Wochenende und Lukas geht alleine im Dunkeln nach Hause. Welche Vorkehrungen trifft er wohl? Er wird sich erstmal wahrscheinlich anziehen, soweit es geht, und Kapuze auf und Jacke zu, die Tasche eng, die Hände in die Taschen und wahrscheinlich im, wie soll ich sagen, also wahrscheinlich im zielgerichtetsten Gang nach Hause. Ich habe das Gefühl, dass Hanife eventuell ihr Handy griffbereit hat, weil sie auch Kids und Family hat. Aber sonst glaube ich nicht, dass du dir so viel Gedanken auf dem Nachhauseweg machst. Schwer zu sagen. Keine. Also doch, es gibt bestimmt Vorkehrungen. Ich glaube nicht, dass Jessie so laut Musik hört, wie sie Lust hätte, zum Beispiel. Irgendjemand weiß meistens, wo sie ist, oder wahrscheinlich immer, auch in der, also dunkel, abends alleine, irgendjemand weiß Bescheid oder ist informiert. Ich treffe tatsächlich ziemlich viele Vorkehrungen. Ich habe eigentlich so gut wie immer, es sei denn, ich vergesse es, ein Pfefferspray dabei. Ich höre meist gar keine Musik, weil ich Angst habe, dass ich dann irgendwas anderes nicht höre oder überhören könnte. Und es weiß auf jeden Fall immer irgendjemand Bescheid, dass ich mich gerade auf dem Nachhauseweg befinde. Ich würde immer einen Umweg gehen, wenn der beleuchtet ist. Ich wechsle die Straßenseite. Auf jeden Fall. Wenn mir irgendwelche Gestalten entgegenkommen und ich fake telefoniere. Also ich tue so, als wäre da jemand am Telefon. Was mir immer so durch den Kopf geht, wenn ich nach Hause gehe, dass ich schaue, dass mein Walk nicht so gay ist, dass ich nicht so, okay, krass, mich nicht so extrovertiert bewege, wie ich mich sonst im Alltag bewege, um halt weniger Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Zumindest bin ich in dem Glauben, dass ich das so ein bisschen vermeiden kann, dass ich raussteche und Leute auf mich auch aufmerksam werden könnten, weil ich anders bin als andere. Bruno, bestimmt Sexismus und sexistische Übergriffe die Art und Weise, wie Jessie sich kleidet? Ja. Und ich glaube, so traurig es ist, bestimmt das bei so ziemlich jeder Frau inzwischen, zumindest in Großstädten, wie sie sich kleiden und anfassen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass sie sich einschränkt, wie sie sich anzieht. Glaube ich nicht. Das ist eine gute Frage. Also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass es definitiv einen Unterschied macht. Allerdings nicht ausmalen, inwieweit das Ganze dann wirklich reicht. Je nachdem, um welche Uhrzeit oder bei welcher Dunkelheit ich nach Hause gehe, beeinflusst das auch meine Kleiderwahl. Ich achte auch darauf, dass ich dann in irgendeiner Weise durch die Kleidung irgendwie Schutz und so eine Hülle habe. Oder laufe auch ganz oft mit einem Hoodie rum und setze die Kapuze extra auf, um irgendwie ein bisschen männlicher wahrgenommen zu werden oder nicht direkt als Frau wahrgenommen zu werden. Jetzt ist mir eh egal, wie ich aussehe. Also jetzt würde ich wahrscheinlich sogar in einem Stringtanga auf Brötchen holen gehen und es wäre mir vollkommen egal, ob irgendjemand sich jetzt von meinem Arsch angezogen fühlt oder nicht. Aber mein Party-Ich, ich bin da mal in ein anderes Extrem gegangen und so habe ich richtig, ich habe so richtig übertrieben. Ich habe so meine Brüste hochgeschnallt und so hier noch moin, habe sie richtig präsentiert, um tatsächlich zu reizen. Und dann war ich vollkommen pissed, wenn mich jemand angesprochen hat darauf. Sofort. Nächste Frage.
folgende Situation. Lukas hat die Dinnerparty in der eigenen WG als erstes verlassen und ist schlafen gegangen. Einer der Gäste schleicht sich ins Zimmer und bedrängt und belästigt ihn. Bringt Lukas den Vorfall wohl zur Anzeige? Bruno, stell dir mal Folgendes vor. Jessie ist spät in der Nacht auf dem Nachhauseweg von der Arbeit und sie sieht, dass zwei Personen zwischen parkenden Autos Sex haben auf der Straße. Beide machen keinerlei Geräusche. Ein paar Meter weiter liegt ein Rucksack. Was glaubst du, wie reagiert Jessie? Hanif ist im Urlaub, am helllichten Tag auf der Straße unterwegs mit ihren Freunden. Aus heiterem Himmel greift ein fremder Mann und sein Rock zwischen Beinen. Wie reagiert Hanif? Boah, ich glaube, dass der Typ schneller eine Waffe hat, als er recht ist.